Ursprünglich hatte ich mir heute vorgenommen, ich fahre Richtung Wasserschloss Schwiehau und habe mir auf halber Strecke den Übernachtungsplatz hier rausgesucht. Und jetzt gucke ich mir das nochmal genauer an, zumal ich das ja vorhin gelesen habe, dass Theresienstadt ja hier in der Nähe ist. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, gucken wir uns das Lager dort an und dann fahren wir weiter nach Schwiehau. Theresienstadt sollte eigentlich allen was sagen, ehemaliges Konzentrationslager. Da bin ich vor einigen Wochen schon mal vorbeigefahren. Ich war noch nie dort und fand, das sieht erstmal von der Anlage her sehr interessant aus, weil das war früher mal eine alte Festung oder Kaserne und wurde dann halt von Nazis als KZ umgebaut. Bis Schwiehau habe ich dann ungefähr 2 bis 2,5 Stunden gefahren. Bis Theresien bzw. Theresienstadt fahre ich ungefähr eine Viertelstunde. Moin Leute. Moin Leute, ich stehe hier am Eger, das ist ein Nebenfluss von der Elbe, der fließt bei Leitmeritz in die Elbe rein. Ja, der Platz am Fluss hier ist ungefähr 15 Kilometer von Theresienstadt entfernt und ich hatte es zwar nie im Plan, hatte ich zwar schon immer im Hinterkopf, irgendwann gucke ich mir das Ding mal an. Da ich jetzt letztens mal durchgefahren bin und das eigentlich auch von der Anlage ganz interessant aussah, war ja, bevor es KZ war, war das ja mal eine alte Kaserne. Jedenfalls habe ich da kurzerhand beschlossen, ich fahre dann mal dorthin. Mach einen Rundgang, also laut Google dauert das so 2-3 Stunden, dort mal sich das Ding angucken und fahr dann heute Nachmittag weiter nach Schwiehau. Der Cache ist über einen Schotterweg um den Fluss Brohe zu erreichen. Achtung, Sie werden das Wehr nicht umfahren. Kraftwerk Herberstein-Libuchowice. Das Ende des 19. Jahrhunderts bedeutete für Libuchowice auch einen bedeutenden technischen Fortschritt. Als Friedrich von Herberstein 1861 starb, fiel die Verwaltung des gesamten Familienvermögens an die Witwe Theresia von Herberstein. Dank dieser unternehmungsjustischen Gräfin wurde 1867 in Libuchowice eine mit Dampfmaschinen betriebene Zuckerfabrik gebaut. Ihr einziger Sohn Johann Josef hatte ein großes Verständnis für technischen Fortschritt. Im Alter von 41 Jahren wurde er Erbe aller Güter und begann seine Pläne auszuführen. Inspiriert von der Elektrifizierung der Mühle in der Ortshofmühle im Kostitsche
in Orel, wo die Wasserturbine an einem Dynamo angeschlossen wurde. Die erste Walzenmühle in Grimmen wurde mit Gleichstrom betrieben und das Dorf kostete und seine Umgebung wurden beleuchtet. Nach Beratungen mit Experten wurde 1898 beschlossen, am Wehr bei Lippitzschowice ein Wechselstrom-Wasserkraftwerk zu errichten. Mit dem Bau des Wasserkraftwerks wurde 1899 begonnen. Vor dem Kraftwerksgebäude wurde ein Antrieb errichtet, der das Wasser zu den Turbinen leitete. Im Vortrieb wurden trennende Betonpfeiler von seitlichen Turbinenfontänen und zentrale sogenannte reaktive Düker errichtet. Der öde Düker wurde von einem handbetätigten Schleusentor abgedeckt. Über den Pfeilern wurde ein Steg errichtet, auf dem sich feine Siebe abstützten, die von Hand gereinigt wurden. Der Maschinenraum des Kraftwerks wurde in mehreren Etappen errichtet. In der ersten Phase wurde 1901 direkt das Maschinenhaus errichtet. Dieser Teil steht heute unter Denkmalschutz. Der Überbau besteht aus Mauerwerk. Das Fachwerk des Kraftwerks ist aus Holz und mit Stahlstreben verstärkt. Im Kraftwerk wurden zwei vertikale Front-Heat-Turbinen mit einer Leistung von 486 PS in klassischer Anordnung mit freiem Wasserspiegel installiert. Im Maschinenraum wurden Automatisierungstafeln aufgestellt. Die Transformatoren befanden sich in einem Nachbargebäude. Die meisten Maschinen und Anlagen wurden in der Tschechischen Republik hergestellt. Der Abfallkanal unter dem Kraftwerk Jalovac ist etwa 250 Meter lang. Er hat gepflasterte Ufer mit Steinpflaster. Diese ist durch eine Insel vom Fluss getrennt. Die Stromversorgung der Höfe, großer Bauernhöfe in umliegenden Dörfern erfolgte mit einer Spannung von 4 kV und verdorbte landwirtschaftliche Maschinen, Dreschmaschinen, Schneidgeräte und Häcksler. Nach 1918 und der Gründung der Tschechoslowakischen Republik breitete sich die Elektrifizierung weiter auf die Gemeinden aus. 1924 verfügte das Kraftwerk über Dieselmotoren mit einer Gesamtleistung von 486 PS zum Antrieb von Generatoren bei Wassermangel. Strom wurde von zwei Generatoren mit einer Leistung von 70 kW und einem 135 kW erzeugt. Die Hochspannungsleitung war 28 Kilometer lang und versorgte 28 Transformatoren mit einer Leistung von 611 kVA. An der Nebenleitung waren damals 7793 Glühbirnen und 156 Motoren angeschlossen. 1931 erfolgte ein Teilumbau des Kraftwerks. In diesem Jahr bekamen die Gemeinden Libuschowitz, Budine, Prinikow, Evan, Schotter, Probatscher, Fratelle, Rimmer und so weiter hinzu. Der Kraftwerksbetreiber bestand aus drei Ingenieuren, drei Maschinenbedienern, vier Schlottern und drei Hilfsmonteuren. Das endgültige Ende des Maschinenraumbetriebs erfolgte 1973. Von diesem Jahr an bis 1969 wurden nur noch die drei Transformatoren des Kraftwerks verwendet. Später wurde Libuschowitz an ein Fernverteilungsnetz angeschlossen. All diese Maßnahmen öffneten das Kraftwerk für Vandalen und verwüsteten somit das Kraftwerk vollständig. Leider ist die maschinentechnische Ausstattung bis heute nicht erhalten. Geschenk nach der Revolution von 1989 gab es jedoch Investoren, die sich entschieden, den Wasserlauf und dessen Hang zu nutzen.
um in einem historischen Gebäude ein modernes Kleinwasserkraftwerk zu errichten. Im Juli 2005 wurde der Probebetrieb aufgenommen. Die Jahresproduktion von MVE, also dem Kraftwerk, übersteigt 3000 Megawattstunden nicht. Zum Hinweis zum Cache unter dem Stein bei zwei Bäumen und zwei Fahrwerk. Ja, auch hier schnell gefunden. Ein liebevoll gebauter Cache. Und die Ameisen fühlen sich schon wohl. Leg ihn sofort zurück! Hinter mir seht ihr die Festung bzw. das Konzentrationslager Theresienstadt. Es wurde 1780 als Festung in den Preußisch-Österreichischen Krieg erbaut. Wurde aber nie als Festung oder nie zur Verteidigung genutzt. Nur 40 wurde es von den Nazis dann als Konzentrationslager umgebaut. Ja, der Platz, den ich jetzt hier hatte, das war irgend so ein Wanderparkplatz. Aber da standen schon zwei LKWs da unten. Sieht man sie nicht. Und da gucke ich mal weiter. Ja, das sieht doch gut aus.
Sehr schön, doch. Die Dose innen ist auch voll Wasser. Ich hab's fotografiert. Ich stelle mal noch ein Foto. Ja, da wären wir wieder. So, ich bin mal nett zu den nächsten Pyromanen. Ein bisschen was lag ja hier auch neben Feuer. Und mit dem lässt sich das gut entfachen. Und das ist noch zu feucht, das haben die hier wahrscheinlich schon ein bisschen abgerubbt. Hört ihr das auch? Ich höre nicht. Hier ist absolute Stille. Meistens hat man ja noch ein Rauschen oder was weiß ich, in 3 Kilometern die Autobahn hören oder sowas. Aber hier ist eine Ruhe. Du hörst gar nichts. Ich hab wacker draußen, hab Zähne geputzt. Ich hab einen Krach gemacht da draußen, das glaubst du nie. So, ich geh jetzt ins Bett. Nacht. Moin Leute. Ich fahre heute endgültig nach Schwierig. Wenn ich nicht unterwegs doch noch was Interessantes sehe, weil ich mir auch noch angucke. Nun 1¼ Stunden zu fahren. Die Wasserburg Schwierhof.
Die Wasserburg Schwechau. Zu Beginn der Neuzeit war sie eine der Stammburgen der Herren von Riesenberg, Botho Schwechau von Riesenberg, oberster Richter des Königreichs Böhmen. Liegt diese Burg im Wesentlichen zwischen 1480 und 1489 neu errichten und zum Mittelpunkt einer ertragreichen Grundherrschaft in Westböhmen auszubauen. Sie diente in jüngster Zeit unter anderem als Filmkulisse für den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Hier wurden die Szenen im Bauernhof gedreht. 3 Meter. Strick könnte ja eventuell was sein, wobei es ist unwahrscheinlich, dass den Inner so hochgehangen hätte. Dann wäre er ja wahrscheinlich auch bald weg gewesen. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich gehe noch mal rein. Die Schneewittchen-Ausstellung, Aschenputtel-Ausstellung will ich mir nie angucken. Aber die Bogen mal finden sehen. Komplett den Innenraum finden. Komplett den Innenhof konnten die fluten. Im Falle eines Angriffs. Majestät, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unsäglich wir uns auf Sie gefreut haben. Sowie auch auf Ihre gnädige Frau Gemahlin, sowie auch auf seine Hoheit den Prinzen. Sowie auch auf das ganze Gefolge und so weiter und so weiter. Herzlichen Dank. Hätte eigentlich als Hausaufgabe den Film erstmal mal gucken müssen. Aber ich habe ihn ohne mit.